Boah, ich liebe Aufzüge. Da fühlt man sich wie das Küken im Ei. Voila, nein. Ja, ein guter Song. Wie auch immer, ich muss dir was sagen. Ja, dann sag es mir. Sag es mir. Ich bin schwach. I'm bored in the house, yeah, I'm in the house bored. Hase, ich habe das Gefühl, ich habe zugenommen. Du hast das Gefühl? Du wirst doch wissen, ob du zugenommen hast. Hattest du was mit diesem Vietnamesen? Ich meine nicht die Person, ich meine, ich habe zugenommen an Körpermasse. Maus, Maus! Du bist perfekt, wie du bist. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Sei nicht so unsicher. Danke, Hase, das ist so lieb von dir. So bin ich. Aber ich habe leider zugenommen. Deine Figur ist auch dieselbe wie immer. Ich meine den Vietnamesen. Oh. Oh. Findest du, ich bin dicker geworden? Nein! Nein! Klar, deine Hüften sind ein bisschen breiter geworden, aber es liegt dran, dass du den ganzen Tag nur Pizza frisst. Wie der Typ? Noch krasser. Das sagst du doch nur so. Nein, echt. Aber ich wollte dich eigentlich was fragen. Hau raus. Könntest du dir vorstellen, dass wir einen Dreier haben? Wozu ein Dreier, BMW? Der Audi tut's doch noch total. Ich meine nicht diese Art von Dreier. Oh. Oh! Tell me more. Naja, ich dachte, wir könnten mal was Neues ausprobieren. Du hast so recht, aber wer schwebt dir als dritte Person vor? Ich dachte an Lisa. Ja! Hey! Erinnere mich doch der Letzte, der dir diesen Wunsch abschlagen würde. Hey! Nimm das, du düstere Kreatur. Hase? Hirsch. Wie Hirsch? Ich dachte, du zählst Tiere auf. Nein, ich meinte dich mit Hase. Ich wollte dich was fragen. Okay, dann erzähl mal, was dir auf dem Herzen liegt. Morcherie. Ich wollte fragen, ob du vielleicht gerne mit mir einen Dreier machen würdest. Das ist doch ein Test von dir. Nein, ich habe nur eine Freundin, die wäre für sowas offen und dann wollte ich dich erstmal fragen. Und das ist kein Test von dir? Kein Test. Da bin ich doch am Start, lass es uns durchziehen. Ihr Schwein, willst du dich an meine Freundin dran machen? Dir! Perverse Schwein! Es war doch ein Test. Schatz! Angebetene, du weißt, wir sind jetzt schon 67 Jahre zusammen. Wir sind gemeinsam durch breit und hoch gegangen. Das heißt durch dick und dünn. Du hast völlig recht. Wir sind durch dick und dünn gegangen, durch Höhen und Tiefen. Und es war einfach eine wunderbare Zeit. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich dich tatsächlich fragen muss, ob du meine Frau werden willst. Kann ich nochmal deinen Kontostand sehen? Na klar. Ja, ich will deine Kohle. Ich meine, ich will dich. Wunderbar. Dann nimm diesen Ring als Zeichen meiner... Damn, ich hätte nicht mit diesem Gollum chillen sollen. Damn! Sag mal, willst du mir nicht mal bald einen Antrag machen? Einen Antrag wofür? Du kassierst doch schon Hartz IV. Ich meine einen Heiratsantrag. Oh, hell no! Ich bin für jeden Spaß zu haben, aber wenn ich Kuchen essen will in dem weißen Gewand, dann gehe ich zum Tag der offenen Tür beim Ku Klux Klan. Du bist echt ein Arsch. Ist doch so. Jetzt sei nicht so zickig. Ich hab dich eben auf eine Shisha eingeladen. Auf eine Shisha. Ich hab nur einen anderen Schlauch. Oh, ich hasse Fahrstühle und jetzt stecke ich auch noch in einem fest. Keine Sorge, das geht gleich vorbei. Ich hätte einfach die Treppe nehmen sollen. Jetzt gehe ich in diesen Metallsack drauf. Soll ich dich ablenken? Oh, bitte unbedingt.
Ich bin schwanger. Was? Ja, du hast richtig gehört. Ich bekomme ein Baby. Du bekommst ein Baby? Ja, und es tritt sogar schon. Oh, wow. Moment, ich bin unfruchtbar. Von wem ist das Ding? Was? Ja, ich kann keine Kinder bekommen. Meine Schwimmer sind zu langsam. Oh, shit. Damn! Boah, ich liebe Aufzüge. Fühlt man sich wie das Küken im Ei? Voila, nein. Ja, ein guter Song. Wie auch immer, ich muss dir was sagen. Ja, dann sag es mir. Sag es mir. Ich bin schwanger. Das war traumhaft. Wirklich? Oder sagst du das nur so? Ach, ich sag das nur so. Nein, im Ernst. Du weißt doch, du bist mein Tiger. Ja, aber manchmal frage ich mich, ob ich gut im Bett bin. Ich weiß, du sagst dann immer, ja, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher. Und wer ist dann immer so laut, wenn wir uns lieben? Du. Und wer kriegt nicht genug von dir? Du. Und wer ist immer nach 8 Sekunden fertig? Du. Ich? Also bin ich nicht gut im Bett? Doch, aber halt nur 8 Sekunden. Wenigstens bin ich gut im Bett. Kann ich dich mal was fragen? Ich habe Kopfschmerzen. Och, nicht das. Gott sei Dank. Ja, aber es hat schon mit dem Thema zu tun. Och, nö. Ja, aber lass mich erst mal aussprechen. Guck mal, das ist eine einfache Frage. Bin ich gut im Bett? Ja, ganz toll. Jetzt wirklich? Ja, ganz toll, ich krieg nicht genug davon. Oh. Oh. Du bist schon ein krasser Typ. Frauenhelden. Oh. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat sehr viel Spaß gemacht, das mit Niemka zu drehen. Vielen Dank, dass du am Start warst. Auf jeden Fall, checkt sie ab. Instagram ist unten verlinkt. Folgt ihr auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ganz kurz noch eine Frage. Was hast du heute gegessen? Nein, was isst du heute noch? Das, was du uns heute spendierst, Nelson. Oh. Okay, bis zum nächsten Mal. Peace. Nein, Hase, ich wollte dich was fragen. Okay, dann muss ich den Text nochmal. Ja. Gut. So scheiße. Das war traumhaft.
Also war es nicht traumhaft, oder was? Ich hasse Fahrstühle und jetzt stecken wir auch noch in einem fest. Keine Sorge, das geht gleich weiter. Ja, was? Es geht gleich weiter. Geht gleich weiter. Soll ich dich ablenken? Oh, bitte, ja. Ich bin schwanger. Was? Ganz richtig, ich bekomme ein Kind. Was ein Kind? Du bekommst ein Kind? Ich liebe Aufzüge, da fühlt man sich wie das Küken im Ei. Voila, nein. Ja, ein guter Song. Oh, ich weiß, das war noch das Sechste. Ey, nee. Okay, oh Scheiße, ich hab mit dem Daumen so. Au! Mein Knie tut weh. Warum tut es weh? Es sollte nicht wehtun, ich drehe gerade. Es ist anstrengend und es schmerzt, aber ich bin ein Profi.